Der Mr. Ganslinger fährt heute mal wieder den Emil 1 für uns aus und damit herzlich willkommen zu diesem Let's Play World of Tanks mit dem Tier 8 Schweden. Karte ist Wadi und er ist Top-Tier. Ja, da sollte doch einiges drin und machbar sein mit seinem Autoloader. 4 Granaten, die er dann lädt. Jede davon macht im Schnitt 320 Schaden bei 217 Durchschlag. Wenn das nicht reicht, gibt es 242 mit Premium. Also da gar keine so krasse Verbesserung dann da mehr. Aber natürlich hier mit seiner Gun Depression kann er da schon arbeiten am Ende des Tages. So, und er wird wohl gleich die Mitte erobern. Hier natürlich aufpassen, dass er da nicht irgendwie doof runterfällt. Aber alles gut, da passiert nichts. Obacht hier mit dem T21, dass der in hier nicht irgendwie doof in die Kehre kommt, aber alles in Ordnung. Da jetzt der Japano-Tiger erster sitzt, da wollte er natürlich direkt den zweiten nachlegen, aber das gibt's ja nicht, dass er da den nicht trifft. So, der KV-2 hier jetzt. Natürlich Obacht, dass man hier nicht zu weit rausguckt, weil dann wird es auf einmal unangenehm. Der Tiger P da hinten, aber da muss man sagen, hat er aus den Möglichkeiten zu wenig gemacht. Jetzt muss er natürlich warten, bis er nachgeladen hat, kann hier aber in Ruhe so stehen bleiben, wie er das da tut. Denn es ist keine Art im Spiel und da kann man das ganz entspannt abwarten. Außerdem, man darf nicht vergessen, er ist hier in der verteidigenden Position, dementsprechend natürlich da deutlich passiver zu spielen als anders. Und jetzt hat er hier schön gesehen, dass da in der Mitte einiges los ist, beziehungsweise hier bei dem Plateau. Und jetzt, der erste hat er wieder schlechter geschossen, aber danach hat er dann deutlich besser und ruhiger gezielt und macht sogar dank dem Brand alles wieder wett, denn damit nimmt er den IS-3 raus. So, ist noch im Reload. Den Tiger 2 kann er da noch nicht beschießen, aber auch vielleicht den 112er sollte er da ein bisschen im Blick haben. Aber der wird schon vom Rheinmetall rausgenommen. Jetzt der Tiger 2 zu seiner Rechten, der den Tiger P hier rausgenommen hat. Also jetzt sollte er da dem mal zeigen, was er kann. Sollte eigentlich langen, mit dem Magazin den rauszunehmen. Erster sitzt, zweiter sitzt und dritter sitzt. Und sein Kill. Yo, so macht man das. So, jetzt wird es aber mal langsam Zeit, da nochmal in der Mitte wieder zu wirken. Aber da ist jetzt auch schon sein Kamerad im anderen Emil 1 unterwegs. Natürlich diese Position bei vielen bekannt und begehrt. Der T-34-100 kommt extra nochmal weiter vor, dass er auch besser beschossen wird. Und das war sehr bitter, denn mit 3 Granaten hat er ihm hier komplett seine HP geraubt. Und der Tiger P, der steht weiterhin da hinten, fast beim Spawn und versucht von da, wie auch immer, die Runde zu gewinnen. So, und jetzt löst er sich da ein bisschen von der Mitte. Da ja wieder jetzt der Tiger
irgendwo, den er hier beschießen kann. Scheint so ein Tigergrab hier zu sein. So, jetzt erstmal den Cromwell. Und jetzt hat er noch eine Granate. Und schade, die reicht jetzt nicht ganz. Da hätte er sonst den Doppelkill direkt gemacht mit dem Magazin. So bleibt es aber der Einfache. Aber mit 67 Rest lässt er dem Tiger da kaum mehr was stehen. So, jetzt hat er den Tiger auch nicht mehr gegen sich. Das heißt, jetzt wird es dann mit dem Tiger P, Tiger 1 und T43 eine deutlich leichtere Kost, muss man mal sagen. Der Tiger P wird wahrscheinlich immer noch genau da stehen, wo er zu Beginn und eigentlich die ganze Zeit stand. Also das sollte kein Problem darstellen. So, die Frage ist aber natürlich, wo ist denn der Tiger 1 und wo ist der T43? Da ist der Tiger 1. Ist der da AFK? Also steht da seitlich mit dem Turm nach hinten. Ja, ist natürlich super für ihn. Da kann er komplett alles rausbratzen, was sein Magazin hergibt. Und natürlich kann er da auch sogar hier den Kill machen. Jetzt hat er 5 Kills. Das heißt, einen brauche ich da noch für den Krieger. Nur der T43 ist da noch im Wege dagegen. So, und jetzt geht's hier den Hügel hoch. Mal schauen, ob er den da findet. Da ist er jetzt, komm. Nimm ihn dir, hol dir deinen Krieger, den hast du dir jetzt wirklich verdient. Aber da kommt keiner. Und auch der T43, keine Ahnung, was der da macht. Der hat genau die gleiche Krankheit gehabt, wie gerade der Tiger zuvor. Der hat sich einfach nicht mehr wehren wollen, würde ich jetzt einfach sagen. Dementsprechend mit 6711 Damage geht er nach Hause und fast 1800 Base-XP. So muss das Panzerass natürlich verdient geholt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Schwede Emil sagt jetzt gute Nacht und ich auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.